Guten Tag. Führen Sie Ware mit sich? Nee. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Schon finde. Schott-Werbefilm, Schott. Renzi, bist du da? Hier, Barbender, ne? Wie geht's? Du, hör mal zu. Mein Unglücksvetter, unser aller Hans Joachim. Lepsius? Erraten, kluges Kind. Der Spätheimkehrer, den wir gemeinsam vor 3 Monaten dem westlich-bürgerlichen Leben zurückzugewinnen trachteten, ist wieder hier. Ist was? Ja, ist wieder hier. Das westliche Wirtschaftswunder vermochte ihn offenbar nicht zu fesseln. Na, der Junge ist völlig zusammengebrochen. Sag mal, Spaß beiseite. Also, seine Ehe klappte in keinster Weise. Du, entschuldige mal. Ich muss hier mal eben ganz kurz hin. Ja? Andere auch, ja? So, schlingen Sie mir morgen früh noch mal vor, ja? Du, entschuldige, es waren eben 2 Unterschriften. Ja, also nachdem ihn das Krankenhaus geheilt entlassen hatte, Herz, Kreislauf, Pipapo, aber jedenfalls geheilt, hat ihn seine liebenswerte Frau Gemahlin nunmehr kurzerhand vor die Tür gesetzt. Ja, was kommt denn dem Biest bei, um Gottes Willen? Du weißt ja, wie das so ist. In Glanz und Gloria geheiratet. Er Major im Generalstab, beachtliche Karriere vor sich. Himmel voller Geigen mit Schwertern und Brillanten. Also, Major IGAD Hans-Joachim Lepsius, sei es wie es sei. Nunmehr brauche ich deine Unterstützung. Ah ja, ich verstehe. Wir sollen uns ein bisschen um ihn kümmern. Du, das trifft dich gut. Ich bin heute Abend sowieso verabredet mit Arnoldis und Hesselbart. Und zwar an unserem alten Jockey, traditionsgemäß. Hesselbart ist für 2 Tage aus Frankfurt hier. Bereits bekannt. Hat sich wie immer bei mir gemeldet. Herr Brauweiler. Ja, soll reinkommen. Du, pass mal auf, dann kann ja Hans-Joachim seine Geschichte gleich in den Jockey mitnehmen. Was für eine Geschichte, bitte? Ah, eine Überraschung. Er kann sie euch ja gleich an Ort und Stelle vorlesen. Also, Fazit. 4 Ehrenabend im Jockey. Beginn 20 Uhr mit Vorlesen als 1. Programmpunkt. Bremstens, die anderen Herren sind selbstverständlich ebenfalls meine Gäste. Aber Mommi. Von nun zu Ihnen, Herr Brauweiler. Immer noch nicht genug wundern, dass ich Sie alle so sehe.
Wenn das so lange her ist, so alles restlos vorbei wie jene Zeiten, dann denkt man unwillkürlich, die Freunde von damals, die können doch gar nicht mehr leben. Ja. Danke. Dumm sowas. War ja auch immer ein mächtiges Aufgebot mildernder Umstände vonnöten, wenn einer leidlich davon kommen sollte. Ich hatte Glück, ich war beim Nachschub und dann in Norwegen. Ja, und sagen Sie, lieber Herr Esselbart, Sie haben die Malerei so ganz aufgegeben und sind zum Film übergegangen? Völlig konsequentes Verhalten, weiter nichts. Aus der Stirn oder Malerei entsprang bekanntlich die Fotografie. Und was machen Sie nun genau gesagt beim Film? Ich verfertige sogenannte Rohdrehbücher. Das heißt, ich liefere, falls mir was einfällt, Filmstoff in Exposé- oder Novellenform. Im Übrigen bin ich Regieberater in puncto Farbgebung und Farbgestaltung. Sie sehen also, mein lieber Lepsius, dass ich unserem Freund und ihm Arnoldes keinerlei Konkurrenz mache. Ja, Sie, lieber Herr Arnoldes, Sie sehen ja nun fast völlig unverändert aus. Das kann ich verstehen, dass Sie so viel zu tun haben. Ja, es rauscht nicht gerade in den Schachtelhalm, aber es macht sich so mit Theater, Film, Fernsehen, Funk. Vor allem aber mit Synchronen. Womit bitte? Synchronisierung fremdsprachiger Filme. Ja. Manche Ausdrücke kennt man als alter Kommissknüppel nicht so ganz zuverlässig. Ich muss mir die Umgangssprache hier erst wieder aneignen. Übrigens, ob da beim Film nicht was zu machen wäre mit mir? Ich meine, nicht so als schöner Gigolo, armer Gigolo, sondern mit den Fremdsprachen. Zum Beispiel mit dem Spanisch, das ich von der ruhmreichen Legion Conde her noch so einigermaßen kann. Tja, nur sagen Sie Conde lieber nicht so laut. Hier sind wir zwar mächtig gegen den Kommunismus, dürfen es aber seinerzeit nicht gewesen sein, nicht? Gegen den Nationalsozialismus sind wir aber auch, weil die damals gegen die armen Kommunisten wiederten und so weiter. Verstehen Sie? Nee. Naja, aber wie wär's denn mit militärischer Beratung? Das ist doch jetzt die Masche beim Film, nicht? Wir haben hier nämlich abrüstende Pazifisten und aufrüstende Heldensöhne gleichzeitig zu sein. Man ist prinzipieller Kriegsgegner, aber weil ich besehen mir des Vorienkrieges als des nächsten. Jenseits des Potsdamer Platzes heißt das Friedenskämpfe. Aha. Tja, aber nun zur Überraschung des heutigen Abends. Wie uns Mumi sagte, wolltest du uns doch etwas vorlesen, lieber Hans-Joachim. Ja, Moment mal. Ich habe das Manuskript nämlich noch in der Garderobe liegen. Das muss ich erst holen. Fix vier White Ladies, aber bitte etwas weniger herb. Hans-Joachim Lepsius, Major im Generalstab AD. Wisst ihr noch, was für ein strahlender, brechiger Bursche der früher war? Wenn er angebraust kam und dann im Jockey hier in den Stuhl fiel? Drittes Reich und Hitlers Offizier. Da gibt es tausend Dinge, die kein Mensch je begreifen wird. Ja. Ja, also im vorigen Dezember 1953, vor 5 Monaten also, wurde ich von den Russen besonderen Verhören unterworfen. Ich sollte ein schriftliches Schuldbekenntnis unterzeichnen. Jeder, der einmal in russischer Gefangenschaft war, kennt derlei. Unterzeichnen oder nicht unterzeichnen, in jedem Fall bedeutet es Arbeitslager. Ja, und danke. Also Weihnachten im vorigen Jahr wurde ich zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt und kam in die Nähe von Tichwin, wo man derartige Sträflinge für den Abtransport sammelte. Und dort traf ich Jürgen Wilms. Nein. Was ist? Was denn? Ja, unseren alten Jürgen Wilms. Jetzt bin ich aber neugierig. Na, ich auch. Unseren alten Jürgen, der laut durch den ganzen Jockey brüllte, als Hinkel reinkam. Wisst ihr noch, Hans Hinkel, den S-Staatssekretär mit einem älteren Herrn und mit einem Weibsbild? Hinkel, Gockel und Gackeleier. Und dann wie ganzer Hühnerhof gackerte, bis ihn Hesselbart ostentativ zum Schweigen brachte mit den Worten: Mach deine Rechnung mit dem Himmler, Vogt. Woraus sich dann ein allgemeiner fürchterlicher Krach entwickelte. Oh je. Diesen frechen, fröhlichen Wilms traf ich im Sammellager in Tichwin. Auch er hatte 25 Jahre bekommen. Was hast denn du bloß ausgefressen, fragte ich, dass sie dir 25 Jahre aufgebrummt haben? Meinte er, die Russen, die haben doch Ansichten wie aus der älteren Steinzeit. Die lesen Fabrikbesitzer im Soldbuch. Naja, und das reicht dann. Ja, der Fabrikbesitzer ist Jürgen de facto nie gewesen, nur auf dem Papier. Er erbte die Fabrik 1939, als er schon zu Preußens Gloria beordert worden war. Nur 2 Tage war ich mit ihm in dem Lager zusammen.
Dann bekam ich wie aus heiterem Himmel mein Entlassungspapier und wurde in Richtung Frankfurt an der Oder in Marsch gesetzt. Er wurde nicht entlassen. Doch zur Sache. Bevor ich von Tichwin nach Frankfurt an der Oder in Marsch gesetzt wurde, ließ mir Jürgen Wilms durch einen Kumpel ein paar Notizbücher in die Baracke schicken mit der Bitte, sie für ihn aufzuheben. Es gelang mir auch tatsächlich, die Hefte durch alle Filzungen, die noch zu bestehen waren, zu retten. Im Lazarett, ich meine im Krankenhaus in Bremen, da las ich sie letzthin. Und nun hören Sie bitte, was Jürgen Wilms schreibt. Maciej Jovice am 5. Juni 1941. Der Marktplatz steigt gewölbt und schräg an. Gepflastert mit Katzenköpfen. Gras dazwischen. Praller, glühender Mittag von oben herein, aus blauer Wolkenlosigkeit. Die Häuserreihen im Karree gucken sich über den Platz hin gegenseitig an. Hell getüncht, ocker, rosa und schlohweiß blendend. Sigmund Widensky, Leckarzt-Poliklinika, Shalom Ritz Möble, Herr Schwarzschild, Farbi Illacchieri, Meyer Epstein, Druckarnia, muss Druckerei heißen. Zwischen den Katzenköpfen blüht Löwenzahn. Drei Menschen sind auf dem Platz, drei. Einer barfüßig mit dem Gesicht gegen die Wand. Einer steht 3 Meter hinter ihm, Gewehr über der Hüfte, Stahlhelm. Sidema und der Wand auf den Rücken. Und ich stehe hier im leeren Laubengang und sehe das. Trage die gleiche Uniform wie der im Stahlhelm. Was soll ich hier in Polen? Maciej Jovice, den 5. Juni 1941. Morgen hat Jutta Geburtstag. Rüneck, der Marktplatz. Rüneck, der Marktplatz. Rüneck. Foto 79P. Tag, Pizza. Hast du Post geholt? Ja. Oh je, da hängen sie wieder ein. Was für mich dabei? Ich weiß es. Ja, der Postsack ist noch plombiert. Ich glaube, dass die heute noch ausgegeben wird. Warum nicht? Das ist ein neuer Befehl. Alle in die Heimat abgehende Post und alle eingehende, die muss ab sofort durch die Kompanie zensiert werden. Was? Ja, ja, wozu das alles? Hallo? Zwecks Geheimhaltung. Von was? Also, mein lieber Freund, irgendetwas ist los. Um Feldbusstamm den Lutsch, da in der Bergseits ging nach Russland. Aber der Russe, der hat uns durchlassen bis zum Kaukasus. Zwecks Einfall nach Indien. War die Vision, der schon auf Russland Boden stand? Nonsens, Kaukasus. Ja, als auch für eine Scheiße aus Parole. Hm. Übrigens, Lodz, das sind sie jetzt umtauft. Das heißt jetzt Litzmannstadt. Litzmannstadt? Ja, das wäre General gewesen im vorigen Krieg. Ja, ja. Die machen die Behauptdinger jetzt. Vorm Casino, beim Gebietskommissar in Lodz, da hängt der Schild.
Eintritt für Polen, Juden und Wehrmacht verboten. Ja, ich bin trotzdem rein. Ich habe noch mal Bier gekriegt. Aber was soll ich da sagen? Spielt da ein Tanzkabel von der Luftwaffe? Natürlich, mein lieber Scholli. Ja, ich habe gesagt, den Radom, da hebt sie sogar noch ein Geiser. Aber sind die jetzt für zuständig? Bringen Sie den Burschen jetzt zur Wache. Ah, Herr Kommerzienrat Wilms. Servus. Wilms, habe ich beim letzten Dienstunterricht nicht zum Ausdruck gebracht, dass es für jeden deutschen Soldaten eine Selbstverständlichkeit sei, jeglichen Kontakt zur jüdischen Zivilbevölkerung zu vermeiden. Vorhin hat so ein Dreckskerl zwei Hemden auf der Schreibstube abgegeben, die Sie bei ihm waschen ließen. Antwort. Wäscherei ist doch Wäsch... Eine jüdische Wäscherei. Sie melden sich heute Abend auf der Schreibstube und um 19 Uhr bei Herrn Hauptmann Rahn. Und Sie verschwinden hier. In einer Stunde sehe ich mir Ihre Maschine an. Zerlegt zur Fahrzeugpflege. Scharfsäckel. Servus, Jürgen. Tschüss. Hans! Nachtrag. Hans Pfitzer. Gefallen am 14. Januar 1942. Lass die Finger davon, Wilms. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen die Finger davon lassen. Post für Wilms und Jaletzki soll der Hauptmann Rahn selbst zensieren. Mensch, Jaletzki, nun sei doch vernünftig. Halt die Schnauze. Jawohl, Herr Offizier. Soll ich den nur auch aufmachen? Brief an Hauptmann Rahn. Öffnen. Vorlesen. Vorlesen. Hochgeehrter Herr Kompanieführer, habe schon immer fragen wollen, wie denn das mit der Beförderung von meinem Mann zusammenhängt. Und er hat gesagt, er kommt nicht mehr auf Urlaub, außer er kommt als Obergefreiter. Alle Leute lachen schon wegen meiner, wenn ich einkaufen gehe. Wo man es doch jetzt schon ohne dem so schwer hat als deutsche Frau. Gegenüber wohnt eine Familie Deckendorf zur Miete. Der Herr ist schon Feldwebel bei der Luftwaffe und dient nur 2 Monate länger als der meinige. Und ist aber nur Angestellter bei den städtischen Gaswerken. Herr Unteroffizier Jaletzki hat ja auch geschrieben, dass mein Mann so tüchtig ist. Und er ist auch Parteigenosse, was ich ja nun nicht bin, wegen der Kirche. Unteroffizier Jaletzki und Obergefreiter Wilms bei der Postzensur. Wieso Sie? Wer hat Sie denn eingeteilt? Der Herr Hauptfeldwebel. Er meinte, weil es heute 2 Säcke sind. Danke. Tut mir leid, Wilms, dass ich Sie dafür abstellen musste. Ich möchte Sie bitten, in Zukunft diese Arbeit für mich zu übernehmen. Sauerei sowas. Noch was? Wann haben Sie noch was, Herr Letzki? Bitte Herrn Hauptmann, die Post von Obergefreiten Wilms und meine übergeben zu dürfen. Was soll ich damit? Bitte um Zensur. Danke. Jutta von Braus, Lido, Venezia, Hotel Excelsior. Meine Braut. Sie gestatten?
lieber Vivi. Wir sind nun doch schon früher gefahren. Venedig, es war zu himmlisch zunehmender Mond über der blauen Adria. Haben wir auf der Terrasse eine Flasche Heidsieg getrunken. Der Himmel schmeckte, aber hier kaum teurer ist als unser Deutscher. Es sind noch nicht viele Leute da, was schade ist. Die Italiener haben noch keine Saison. Gleich den ersten Tag gebadet. Natürlich mit meinem neuesten Badeanzug. Türkis, blau und gelb. Müsste natürlich braun gebrannt sein, bin jetzt ganz schlank geworden. Das kommt vom Reiten. Wie wir auf der Terrasse saßen, und Herrn, natürlich dauerte es nicht lang, und es näherten sich zwei italienische Offiziere. Du, die sahen pfundig aus, groß und schlank, viel größer, als ich von Italienern gedacht hatte. Du, da können aber unsere Offiziere nicht mit. Und du natürlich, mein armer kleiner Obergefreiter, was ist denn da los? Zapfenstreich für die Zivilbevölkerung. Der jüdische Ordnungsdienst räumt auf. Widerlich. Dann aufhören! Juden schlagen auf Juden. Bitte, bitte, liebes Vivilein, nicht böse sein. Du musst dich jetzt aber mal ordentlich anstrengen, dass du erst so was bringst. Sieh mal, als ihr die ollen Polen besiegt habt, da hast du doch gleich als einer der Ersten das EK2 gekriegt. Und du warst doch bloß 8 Tage dabei und dann gleich ins Lazarett. Wenn ich so die anderen sehe, in der Illustrierten immer die Reihe der neuesten Ritterkreuzträger. Ja, ich weiß, du lachst mich jetzt aus und sagst, mein liebes Dummchen. Das ist immer sehr süß, wenn du das sagst, mein liebes Dummchen. Ich weiß, ich bin ja auch kein Kirchenlicht und in Mathe, Mathematik schon gar nicht und in Geschichte schwach, aber ich fühle ganz genau, dass du etwas tun könntest, was dir so leicht keiner nachmacht. Aber ich kann nicht verstehen, warum du sowas nicht tust. Aber wenn sie gestatten, Wilms, ich auch nicht. Ja! Los! Obergefreiter Schimmel vom Regimentsstab bittet Herrn Hauptmann, eine Meldung abgeben zu dürfen. Marschbefehl, Ziel Garwolin, südostwärts Warschau. Das Regiment verlegt nach Lukow. Romitsch! Auf mit dem Romitsch! Lukow? Das geht doch gegen Russland. Wieso? Mensch, wieso? Wer nach Indien will, muss doch nach Süden marschieren. Auf den Wegen Alexanders des Großen. Das wäre genauso schwierig wie damals. An solchen Sachen ändert sich in 1000 Jahren nichts. Von Russland nach Indien ist absoluter Unsinn. Da gibt es keine 1,5 Straßen. Der Führer wird wissen, was er tut. Aber ja, und zu guter Letzt über den Pamir womöglich. Der Führer auf dem Mount Everest. Deutscher Himalaya-Verein, Ortsgruppe Lhasa, Pekinger Hütte. Oh Mann, Padme um. Der geht ihm jeglicher Sinn fürs Große ab. Eben. Den beschämten Quatschbus beigebracht. Jeschtsche? Jeschtsche? Das stand heute Abend noch nicht hier. Jeschtsche. Was heißt das? Jeschtsche. Was willst du? Kobo. Was? Ich verstehe dich nicht, mein Kind. Schöner Herr aus Deutschland. Apotheker? Kobo. Kobo? Kobo. Ich verstehe dich leider nicht.
ob sie wohl wollte, dass ich sie über den Platz bringe, die Kleine. Vielleicht hatte sie sich irgendwo verspätet. Wollte, dass ich sie schütze. Ich Esel. Ich Esel. Und wenn sie es nicht gewollt hätte oder nicht gewagt hätte, es zu wollen, ich jetzt tun müssen. Auch so. Von selbst. Himmel, ja, ohne besondere Aufforderung. Aber so bin ich. Steh immer nur da und gucke. Und es ist immer zu spät, etwas zu tun. Und mein dämliches Halt habe ich geschrien, als schon alles geschehen war. So bin ich. Und sie hat gesagt, schöner Herr aus Deutschland. Sie hat geblutet. Esther Loria. Ruth Esther Loria. Ich hätte bei dir bleiben müssen, damals in Paris. Oder wieder hinfahren. Gut, es war Devisensperre, aber gerade als die Schwierigkeiten begannen, hätte ich bleiben müssen. Und ich habe nicht einmal deinem Bruder geholfen, seine Anzüge nach Belgien zu schmuggeln. Obwohl ich sie leicht als meine eigenen hätte deklarieren können. Er hat es mir nicht nahegelegt, es zu tun, aber es lag nahe. Es lag so nahe. Und ich tat es nicht. Ist es mir wirklich nicht eingefallen? Es ist schwer, anständig zu sein. Ich bin's nicht. Und das silberne Zigarettenetui habe ich genommen. Er sagte zur Erinnerung. Aber er wird gemeint haben für den Transport der Anzüge, die ich nicht transportierte. Ich werde das Etui in dem Haus abgeben. Ich werde sagen, für die Kleine, die geschlagen worden ist. Es ist Silber. Sie wollen wohl wieder mal ein paar Hemden auf die jüdische Tour säubern lassen, wie? Und dass wir ein paar Stunden abhauen, interessiert Sie wohl gar nicht, was? Mensch, Wilms, sehen Sie bloß zu, dass Sie zur Kompanie kommen. Hauen Sie ab, Mann.
An Haneberg, Marschpause in Gora Calvaria. Marschpause in Gora Calvaria. Will noch jemand nachfassen? Hat alles? Will noch jemand nachfassen? Tja, denn sie wohl nicht. Was ist mit denen? Hast du noch was? Na klar, Otto. Ich koch doch schon immer ein bisschen mehr. Also ich kenne ja schon nicht mehr ab, all diese lütchen Kinderchens. Die können doch nur wirklich nichts dafür, dass Krieg ist. Hab doch selber vier. Mach an, ihr Jörn, spachtelt mal was ein. Komm nur her, du kriegst was. Schön. Ja, ich werde dir eine Tafel Schokolade geben. Komm. Verdünnisier dich mal ein bisschen. Hm? Gurki. Was heißt denn Ogurki? Weiß ich doch nicht. Ich glaube, die hat's ein bisschen, ha? Jetzt schenkt er sein so Glas her.
vom Märzchenrat Wilms speisen die Juden. Was? Belieben hier dreckige Judenlümmel zu speisen. Wie? Was? Nie was gehört von Einstellung deutscher Soldaten zum Judentum? Was? Gehen Sie hin und nehmen Sie dem Lauser die Büchse wieder ab. Ja, gehen Sie. Und er zögert noch? Ist denn sowas drin? Was denn? Du hast wohl zu lange in den Stürmer gekickt. Mach hier keinen Wind. Was geht dir denn eine Kriwatsch hier an? Wie viele Tage gibst du denn dem noch? Die olle Büchsenwurst ist doch sowieso nur bedingt tauglich für einen menschlichen Gebrauch. Lass doch den das Zeug unter die Eingeborenen mischen. Was schadet dir denn das? Sind Sie noch nicht da mit der Büchse? Wie? Was? Nur Mensch, nun mach's aber halblang. Die deutsche Wehrmacht ist keine Parteischule. Und der Zug hat keinen Folge dessen auch nicht. Und wenn du noch was wissen willst, dann dreh meine Biege durch Warschauer Ghetto. Wenn dir da nicht rausen tut, wenn du das Elend ansiehst mit eigenen Ohren, wie sie da verrecken auf der offenen Straße. Nicht einer wie der hier, sondern Dutzende, sag ich dir. Ich habe dem Obergefreiten Wilms wiederholt den Befehl erteilt, eine Büchse... Nur mal erst Beruhigung. Ich denke, wir werden uns vielleicht schon in allernächster Zeit in wichtigeren Befehlen zu üben haben. Außerdem hat er deutsche Wehrmachtsverpflegung an Juden zur Verteilung gebracht. Das ist... General Rapke, Sie sorgen beim Spieß dafür, dass der in Frage stehende Herr Obergefreite zwei Ehrenwachen aufgeknallt bekommt. Wegen obstinaten Verhaltens auf dem Vormarsch. Verstehen Sie, Wilms? Befehle werden nämlich unter anderem bei Preußens Gloria ausgeführt. Was Sie sich dabei denken, danach fragt Sie keiner. Im Übrigen aber, wo Wilms seine Verpflegung lässt. Naja. Schluss, Temtem. Schluss und fertig machen. Alles mal herhören. In der HDV rühmlichen Gedenkens, Hapke, nächste Kompaniebelehrung. Jawohl, Hauptmann. Steht als erster Grundsatz unverbrüchlich verankert, das Ziel jeden Kampfes ist, den Gegner bis zur Kampfunfähigkeit zu bekämpfen. Allgemein verständlich? Jawohl, Hauptmann. Von Aushungern steht da nichts drin und drauf zieht er ja Jaletzki. Allgemein verständlich? Jawohl, Hauptmann. Und Sie, Wilms, wenn Sie wieder mal Ihre karitative Ader haben und an Juden was zu verteilen beabsichtigen, dann sehen Sie gefälligst zu, dass in der Büchse Rindfleisch erwischen Sie Tränentier. Und nicht Schwein. Noch eine Wache wegen Religionsfrevels. Aufsitzen! Abge. Veranlassen Sie mal, dass die Tarnung überall verstärkt wird. Auch in den anderen Zügen. Sieht ja aus wie eine bessere Herrenparty. Also los, bis Gabriel vorziehen, Waldrand wie besprochen. Erwarte Sie dort. Horido. Und Schluss mit dem Heckmeck. Ogurki gefällig? Garwolin, 20. Juni 1941. Täuscht das? Der Krieg im Westen hatte eine andere Stimmung. Darf man das sagen?
Nicht, dass er nicht schlimme Schmerzen brachte, wo er sie brachte, aber es ist, als wenn jetzt alles wie von einem Gift durchschlichen würde. Täuscht das? Und dabei ist nur gesiegt worden seitdem. Es ist alles farbloser geworden. So, als hätte sich der Himmel bezogen, Stunden bevor das Wetter umschlägt. 22. Juni, 10 Uhr. Nach dem Übergang über den Bug. Bei Sonnenaufgang heute ungeheurer Artillerieschlag. War genau 3.02 Uhr. Ein Haufen Nachtigallen sang im Gebüsch am Fluss. Russen wenig Widerstand in unserem Streifen. Wir nur 2 Mann Verluste. Es geht weiter. Keine Zeit zum Schlafen, kaum zum Fotografieren. 1. Juli 1941. Sind zurückgenommen nach Brest-Litowsk. Kein Mensch weiß weshalb. Rahn seitdem ungenießbar. Abermals Beobachtung, das Wehrmachtbericht unzutreffend. Waren bis vor Baranowitschi. Viele Gefangene nicht zu zählen. Muss riesenhafter Kessel sein westlich von uns. Iwan völlig durcheinander. Auch Materialverluste ungeheuer. Längs der Straße alles voll zurückgelassenen Geräts, 4 von der Kompanie gefallen. Jaletzki verwundet. Brest-Litowsk, hieß es, ist am 24. genommen. Die deutsche Fahne weht über der Zitadelle. Pustekuchen, nichts ist. Und die Zitadelle wird noch gekämpft. 2. Juli, Brest-Litowsk, zum Kotzen. Die Front ist schon an der Beresina und wir murksen hier herum ohne jeden Sinn, kommen nicht voran. Kompanie mit 2 Zügen im Angriff blieb stecken. Verluste weiß ich noch nicht. Müssen Flammenwerfer haben und Stukas. Stand fürchterlich. Glühende Sonne. Alles siedeheiß zwischen Fluss und Festung. 10.000 Mücken. Alle Angriffe von 2, 3, 37 sind vor uns stecken geblieben. Liegt alles voll toter Lanzer. Liegen in der prallen Sonne. Und keiner kann sie zurückholen. Pfitzer ist verwundet. Bauchschuss. Hoffentlich hält er durch. Um die Zitadelle die tollsten Gerüchte, soll Fähnrichs Schule drin sein. Hab gesagt mir eben, dass von Hanebergs Zug bisher keiner zurückgekommen sei. Es sind Stukas angefordert. Bis dahin sollen keine weiteren Angriffe mehr angesetzt werden. Haneberg soll gefallen sein. Er liegt vorne, wo keiner rankommt. Vielleicht ist er auch nur verwundet. Habke will ihn holen. Thank you.
siehst die Bomben fallen. Es sieht nicht einmal so schnell aus. Durch den Dunst meldet sich als erstes ein russisches MG. Dann noch eins, von links. War also nichts mit den Stukas. Auf 3 bis 4 Meter an Haneberg ran, bevor die Stugas kamen, hat sich nicht mehr gerührt. Weiter rechts haben noch welche geschrien. Wahrscheinlich noch von 337 oder von Gruppe Haneberg. Nach den Stugas war dann alles stille. Die Einschläge lagen ja viel zu kurz. Habt ihr die Fliegertücher nicht raus? Klar hatten wir, Hauptmann. Sauerei. Wer so etwas befiehlt. Jetzt sollen also Juden die Verwundeten von vorn holen, an die niemand heran kann. Und die Gefallenen auch. Irgendwer hat große Haufen von Juden zusammengetrieben aus allen Teilen der Stadt. Sie sind ins Vorfeld geschickt worden, weil man annimmt, die Iwans werden auf sie nicht schießen. Haben auch nicht geschossen. Aber dann könnte man doch ebenso gut andere Einwohner nehmen. Warum nur die Juden allein? Ich hasse solche Sachen. Inwieweit kann man eigentlich mit den Leistungen der Regierung identifiziert werden, zu deren Volk man nun einmal gehört? Genügt die bloße innerliche Ablehnung? Ist das schon eine Leistung? Es ist zu wenig. Es ist sicher zu wenig. Wie hat Jutta geschrieben? Aber ich fühle ganz genau, dass du etwas tun könntest, was dir so leicht keiner nachmacht. Aber ich kann nicht verstehen, warum du sowas nicht tust. Liebes Dummchen, da siehst du viel mehr in mich hinein, als drin ist. Hast du was gesagt? Bin ich meinen Fotoapparat losgeworden. Die Mistsau hat ihn zertreten, die gottverdammte stinkende Mistsau. War nachmittags auf dem Soldatenfriedhof, habe geknipst, wie Wagen für Wagen ankam. Wie die Juden die Zeltbahnen mit den Resten von dem, was an den Menschenwaren anschleppten. Wie alles angewidert sich abwandte und doch wieder hinsah. Irgendwer versuchte, die Erkennungsmarken aus dem Unrat zu zerren. Konnte das immer nur zweimal fertigbringen, der Betreffende. Musste dann ein anderer ran. Raus!
Arneberg. Oh. Sieh doch die Stiefel. Arneberg. Arneberg. Sie sind wohl wahnsinnig, Mann. Gib sie in Film, ja, los! Wieso? Es gibt keine Vorschrift, die mir hier das Knipsen verbietet. Was? Na, die Sorte kenne ich, mein lieber Herr, die ausgerechnet bei sowas Aufnahmen macht. Machen Sie keine Zicken, Mann! Geben Sie den Film hier und hauen Sie ab! Und seien Sie froh, dass Ihnen sonst nichts passiert. Los, los, los! Mich anzurühren. Ach, hätte ich's doch gewagt. Aber ich bin ja keiner, der etwas tun könnte, was mir so leicht keiner nachmacht. Überlassen Sie den Herrn mal mir, Herr Leutnant. Den Weg mal meine beizunehmen. Den Weg was erzählen. Den Weg das besäuen. Kommen Sie mit! Den Apparat! Was soll den scheiß Apparat sausen, Mann? Sei froh, dass du raus bist. Was muss doch mal deine Nesen alle drinstecken? Erst mal eine Meldung machen, dann ist es doch sowieso aus mit deiner Kunst. Kavi hört, der Alte will dich befördern. Aber du weißt noch von nichts, verstehst du? Zum Fehlstück Volkskamera habe ich auch noch meine Kiste zu liegen. Aber die kriegst du nur leihweise. Nur leihweise, dass du klar siehst. Wir sind fertig, bis auf 30 Mann. Wir haben nicht mehr genügend Fahrer, um unsere Kräter und Wagen wegzubringen. Gegen Abend wird die Kompanie rausgezogen. War sowieso eine Schnapsidee, uns hier anzusetzen. Rahn flucht Stein und Bein. Wir gehörten in die Bewegung und nicht in den Festungskrieg. Wäre wohl lieber vorne, verdammt nochmal. Ich glaube, er ist sehr ehrgeizig. Merkwürdig. Ein anständiger Mensch, ohne Zweifel. Aber er möchte das Ritterkreuz haben. Aber sowas ist doch Flucht! Ich glaube, der Chef hat Halsschmerzen. Grand Hotel Piazza Mani in Firenze, den 21. Juni 1941. Lieber Vivi. Danke. Wir sind nun in Florenz und ich habe leider erst zweimal Post von dir. Du, kannst du denn nicht öfter schreiben, sag mal? Ihr habt doch nichts zu tun dort, wo du liegst. Mutti sagt, vielleicht hast du dort eine andere. Hoffentlich sind die bald mit der Brücke fertig. Dann sieh mal das mit den Juden. Du kümmerst dich da um Dinge, die dich doch eigentlich als Deutschen gar nichts angehen. Fatih hat gesagt, die Juden sind an ihrem eigenen Unglück schuld. Und es wäre eine historische Tat, dass man ihre Macht in Deutschland gebrochen hat. Nun glaube ich ja, dass nicht alles im Sinne unserer Regierung ist, was geschieht. Sicher gibt es örtliche Härten, die du zufällig siehst und die gewiss nicht sein sollen. Fertig machen! Es geht los! Aufsitzen!
12. Oktober 1941. Bei Wjasma. Wir sind in einen konzentrischen Panzerangriff geraten. Kaum schwere Waffen. Haben uns verzweifelt gewehrt. T-34. 10 zur Strecke gebracht. Wollten aus dem Wjasma-Kessel ausbrechen. Fitzer ist wieder bei unserem Haufen. Habke war 4 Tage vermisst, tauchte aber wieder auf. Panzer! Rahn hat das Ritterkreuz endlich gekriegt. Aber wir sind hin. Oktober 1941. Sind nach Orscha am Dnieper zur Auffrischung zurückverlegt. Traurigste Etappe. Schnee. Servus. Servus, Wilms. Hast du das Neueste gehört? Ich komme gerade von der Ortskommandantur. Morgen wird jetzt die Juden verschießen.
Ab 6 Uhr in der Früh, Straße und Brick in Richtung Friedhof gesperrt. Was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe, das habe ich gesehen. In Oberborisow, da sind Mädel ausgezogen. Und Weiber. Elend müssen Dreck ausziehen und Hämmer da. Da sind nackt rumstanden müssen, bis sie arbeiten, bis sie drankommen sind zum Verschießen. Der Alte genauso wie die Junge. Die, wo so schöne lange schwarze Zöpfe hat, entwirrt sich keiner. Bei uns in der Ukraine ist das auch so. Die treiben sie halt von überall her zusammen. Es sind auch welche aus dem Reich dabei, gell? Und nicht bloß aus dem Reich, aus Holland und Frankreich und überall, wo sie sie halt erwischen. Aber die meisten kommen aus Polen. Das sieht durch alle Länder. Mein Bruder schreibt mir, er macht ein Kreislandwirt in Litauen, gleich bei Tauroggen oben. Schreibt sie jedem fast all ihr Hab und Gut. Bloß dessen möchten entwischen auf eine Weise. Ganze Vermögen geben sie weg an die Lanzer. Geben die Kinderchen zu den Bauern und zahlen ganze Vermögen zu, dass sie sie bloß möchten verstecken. Das geht durch alle Länder. Hören Sie mal zu. Ich möchte Ihnen ja gern die 2 Stunden Urlaub geben, aber verraten Sie mir doch in Gottes Namen, was Sie da wollen. Ich will dem Jahrhundert ins Gesicht sehen, Herr Hauptmann. Das klingt ja mächtig. Bühnenreif sozusagen. Sie schreiben wohl neuerdings. Halber Dichter, was? Immer was sagen, Wims. Von diesem Gesicht des allerchristlichsten Jahrhunderts habe ich wahrscheinlich ebenso umrissene Vorstellungen wie Sie. Ich bilde mir sogar ein, des Öfteren hineingeschaut zu haben. Das hindert mich aber nicht daran, mein Leben zu leben. Und zwar so, wie ich mir einbilde, dass es von mir gelebt werden muss. Zwar unabhängig von diesem sogenannten Gesicht des Jahrhunderts. Das heißt, ich leiste, was ich zu leisten habe, auch wenn dieses Gesicht, wie in unserem Falle, eine ziemlich saure Schnauze fliege und... Vergessen Sie es. Ich bin Soldat von Beruf. Deswegen. Allgemein verständlich? Aber ich könnte mir denken, dass es irgendwelche Leute gibt, deren Leistungsschwerpunkt einer gewissen sauren Schnauze so konträr ist, dass es nur heißen kann, entweder fällt jede Leistung aus wegen Nebel oder sterben. Sterben selbstverständlich im Kampf gegen diese Schnauze. Also für mich gäbe es in diesem Falle nichts anderes. Ich denke, Sie werden mir das glauben. Aber bei Ihnen, Wilms, bei Ihnen habe ich folgendes Gefühl. Sie ziehen aus, um das Gruseln zu lernen, nicht wahr? Sie betrachten sich dieses Gesicht des Jahrhunderts und laufen Gefahr, es so widerwärtig zu finden, dass Sie überhaupt keine Lust mehr haben. Dass Sie überhaupt nichts mehr machen und nichts mehr leisten, was Sie als, wie ist Ihr Vorname eigentlich? Jürgen. Dass Sie als Unteroffizier Jürgen Wilms, oder wenn Ihnen das lieber ist, als Privatmann Jürgen Wilms, zu leisten hätten. Das wäre schade, Wilms. Schade um Sie. Ab. Wenn Sie sich in 2 Stunden nicht bei mir persönlich zurückmelden, dann lasse ich den Zug Kapka ausrücken, Sie zu suchen. Das heißt, die 6 Mann, aus denen dieser ruhmreiche Zug noch besteht. Gegebenenfalls ist Waffengewalt anzuwenden. Sie begeben sich nämlich in Gefahr. Allgemein verständlich? Jawohl.
Halt, 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 Stoipan. Zurück, Marsch, Marsch. Die Kamera lassen Sie mal schön hier. Auch noch Otto Haptens seine. So weit geht die Liebe nicht. Der Herr Reichsführer SS würde es nämlich sehr daneben schätzen, wenn seine Vergeltungsmaßnahmen hier von Greti und Pleti kinematografisch auf die Platte gebannt würden. Also, ohne Gerät, Marsch. Hey, Wilms! Da war neulich ein Dingsbalings in, ich weiß nicht mehr wo. Da war ein Überneugieriger. Den zwang die SS mitzutun. Das heißt, mitzuschießen auf das, worauf er sein Leben lang nicht hat schießen wollen. Und der schoss, das arme Schwein. Schoss mit als Komplize. Allgemein verständlich? Nun zittern Sie los. Hey, da kannst du nicht weiter, Kamerad. Oder hast du einen Sonderausweis? Nein. Dann kommst du hier nicht durch. Wo willst du denn hin? Zum Bahndamm. Das geht nicht. Morgen Abend wieder. Dann sind wir fertig. Womit fertig? Sonderkommando. Sonderkommando.
Uniformtransport Begleitkommando. Jawohl. Kommen die alle aus Polen? Weiß nicht, Herr Oberleutnant. Das müssen Sie doch wissen, Mensch. Jawohl. Ja, was denn nun? Jawohl. Jawohl, komm aus Polen. Also los, ab. Gurki, ich muss dich einen Augenblick sprechen. Ich muss das Mädchen sprechen. Was denn für ein Mädchen? Da, von denen. Bist du wahnsinnig? Ich muss sie sprechen. Ach so. Die ist wohl... Denk, was du willst, das ist mir scheißegal. Ich muss sie sprechen. Wie viel? Na, was gibt's denn aus? Komm her, los! Hier, aber mach schnell. Wir müssen weg, ja? Lauf dort hinüber. Verstehst du? Lauf weg! Du wirst erschossen. Begreifst du nicht? Los! Los, Mensch, wir müssen doch weg. Was ist denn nur los? Gurki.
10 mal 10 Meter. Tiefe rund 4 Meter. Erstaunlich, wie viele Menschen in eine Ausschachtung passen. 400 Kubik, das ist ein besseres Berliner Zimmer. Lorias hatten eine Wohnung in der Lichtensteinallee. Da waren die Zimmer etwa so. Ruth Esther Loria. Im Park von Versailles fragtest du mich, willst du nicht bleiben? Und ich schwieg. Sie hat gesagt, die Juden sind an ihrem eigenen Unglück schuld. Und sieh mal, du kümmerst dich da um Dinge, die dich doch eigentlich als Deutschen gar nichts angehen. Als Deutschen gar nicht. Ich liebe dich nicht mehr, Jutta. Sandgelb ist dein Haar. Frisch aufgeschüttetes Sandgelb. Festplatz über den Schütze hinknallen. Kleinkaliber, Schießsport, Schützenfest, Drehorgelmusik. Weißt du noch, Ruth Esther, weißt du noch, wir in Deauville? Grand Prix de Deauville. Eine Negerband spielte an der Promenade, bei mir bist du schön. Please, let me explain. Ich liebe dich. Ich liebe dich wieder, Ruth Esther. I love you again. Bei mir bist du schön. Ihm? Was? Bei mir bist du schön? Schöner Herr aus Deutschland? Sieh in die Grube! Sieh in die Grube, schöner Herr aus Deutschland! Sieh hin! Was soll das? Grabbeigabe. Was? Was? Wer sind Sie? Kommen Sie auf? Der Herr, der das Etui warf, sagt noch etwas? Und zeigen Sie mal Ihr Soldbuch. Grabbeigabe. Der Armut. Der schöne Herr aus Deutschland. Anweisung gehen auf der Stelle zu. Na? Halt, stehen bleiben! Wie viel halt! Mut wird er schon haben? Er rennt! Er rennt! Der feige Herr! Ich habe mal für alle Fälle eine Spritze in Stellung gebracht. Die Kastanienalleen im Park von Versailles waren so braun wie Rost. Die Fontänen schwiegen. Und über die geisterhaft hellen Gesimse der Schlossfassade war ein herbstlich-nächtliches Blau
heraufgerückt. Bleu Versailles. Du zeigtest auf den schweigenden Spiegel des Bassins, wo dieses Blau trüber und ernster abermals erschien. Ruth Esther Loria. Und ich schwieg. Ich schäme mich. Ich schwieg. Schwieg. Schäme mich. Lief. Lebe. Lief zum ersten Mal in diesem Krieg davon. Vor den Karabinern der Feldgendarmerie. Ich hatte den Mut, die Tellermine unter den Panzer zu werfen. Aber an der Grube war ich zu feige, etwas zu tun. Ich habe nichts getan. Ich schäme mich. Aber ich lebe. Jeszcze Niemcy nie z Genewa. Noch ist Deutschland nicht verloren, solange wir leben. Wache der dritten Kompanie. Zwei Mann auf Posten, vier Mann schlafen. Wachhabender Unteroffizier Wilms. Auf Wache nichts Neues. Danke. Alles in Ordnung, Wilms? Jawohl, Hauptmann. Das ist das Lied, Hans-Joachim. Tja, bei mir bist du schön. Sozusagen altes Jockey-Lied. Sagt mal, war das nicht damals auch von der Reichsmusikkammer verboten? Und die Jungs haben es trotzdem immer munter weitergespielt? Um die Mentalität des Dritten Reiches zu erfassen, hätte man eine besondere Reichsgehirnkammer im Schädel haben müssen. Woher stammt eigentlich dieser polnische Satz? Jeszcze Polska nie zginęła. Noch ist Polen nicht verloren. Altes polnisches Nationallied, damals Hymne der Widerstandsbewegung, heute wieder Nationallied. Mhm. Jürgens Steckenpferd waren immer schon Sprachen. Genauer gesagt Wortwurzeln. Das war nichts Rechtes für sein Dummchen, die blonde Jutta. Die kannte ich gar nicht. Ich sah sie einmal bei einem Reit- und Fahrturnier. Sie ritt. Und ich muss schon sagen, sah ganz entzückend aus. Blond, sehr blond. Der Typ, der im Sommer braun brennt, bis zur Unwahrscheinlichkeit. Wie hieß sie denn eigentlich weiter? Von Paus. Die Mutter eine geborene Wutke mit viel Geld, der Vater aus Beamtenadel. Und was wurde aus ihr? Das Dummchen hat einen amerikanischen Arzt geheiratet, einen Dr. Slotnitzky, James E. Slotnitzky. Bravo! Jeszcze Polska nie zginęła. Tja, ja. Prost. Geist ist Jutta Sachenschien nie gewesen. Worin vielleicht gerade ein besonderer Reiz für Jürgen gelegen haben könnte. Eine gewisse Befähigung, Vergessen zu gewähren, das er so sehr nötig hatte. Spielst du damit auf Ruth Esther Loria? Ja. Sie ist ja sehr befreundet gewesen mit ihm, bis sie 1937 emigrieren musste. Er hat sie dann noch mal in Frankreich besucht. Bei ihrer letzten Begegnung im Park von Versailles versuchte sie, ihn zu überreden, in Frankreich zu bleiben. Ja, ja. Ich erinnere mich noch genau. Jürgen kam damals sehr niedergeschlagen zurück. Sie muss ihn sehr geliebt haben und wollte gerade deshalb ihn nicht an sich binden. Sie sei Jüdin, er sei Deutscher. Und sie glaubte, dass es für Jürgen selbst das Beste wäre, nicht wieder in das damalige Nazi-Deutschland zurückzukehren. Er ist dennoch zurückgekommen. Weiß man denn eigentlich, was aus ihr geworden ist?
Ja. Sie ist in Johannesburg verheiratet. Sie hat später oft nach jedem Einzelnen von uns gefragt. Aber einen Namen hat sie nie erwähnt. Den von Jürgen Wilms.